Mich wollte eigentlich nie wirklich jemand. Ich war halt immer so das Mädchen mit einem Arm, wo so Hakenprothese hat. Es war schon schwierig, da einen Partner zu finden. Man kann sich das so vorstellen, wenn man den ganzen Tag was mit sich rumtragen muss, wo zwickt und zwackt. Ich habe dann also mit 30 das echt geschafft, das Ding abzulegen. Denn das war so ein tolles Gefühl. Also ich war auf einmal eigentlich viel freier und viel flotter und habe mich so lange versteckt und das möchte ich einfach gar nicht mehr.